Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen ist offenbar ins Visier seiner ehemaligen Behörde geraten. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung fragte das BfV im Rahmen einer Erkenntnisabfrage beim Bundeskriminalamt offenbar Daten zu Maaßen an. Von der Erkenntnisabfrage ans BKA habe ich gehört, sagte Maaßen der Bild. Er sei darüber empört und werde Auskunft verlangen, welche Daten meine früheren Mitarbeiter über mich speichern, fügte er hinzu. Eine Sprecherin des für Verfassungsschutz und BKA zuständigen Bundesinnenministeriums dementierte die Abfrage zu Maaßen dem Bericht zufolge nicht. Wir äußern uns zu Einzelsachverhalten allein schon aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht, sagte sie der Zeitung.